So, ja, ihr Lieben, guten Morgen. Ich bin die Amira Grahe und ich lebe in Köln, bin Mutter von zwei wunderbaren Kindern und bin Musikerin und Yoga, Kundalini-Yoga-Lehrerin auch. Genau, also da kann ich mich der Eile nur anschließen und sagen, ja, macht Yoga morgendlich und, oder einmal in der Woche, aber es ist so erdend und so reinigend und so verbindend mit dir selbst und mit der Existenz. Genau. Ja, und ich habe jetzt eine Präsentation der Mantren und habe, einen Moment, jetzt gucke ich gerade die Präsentation beginnen. Jetzt. Genau. Ich habe folgende Öle, wenn ihr die euch jetzt noch holen mögt, die ihr habt. Das ist das wunderbare Sandalwood, Awaken, One Voice, Valor, Pine, also Kiefer, The Gift, die spezielle Mischung von Gary Young nach seinem Roman Clarity, White Angelica, was uns so wunderbaren Schutz gibt. Und dann wollte heute Morgen irgendwie doch noch Present Time dazu kommen. Genau, also wenn du dir diese Öle jetzt holen magst, dann bist du super vorbereitet und dabei. Als nächstes, da habe ich jetzt die Folie mit den Inhalten. Das ist zum Nachlesen, wenn ihr dann die Aufzeichnung einfach mal schaut, zu den einzelnen Ölen. Genau. Okay. Ja, vielleicht möchte ich doch auch zu Beginn noch kurz erzählen, wie ich zu den Young Living Ölen gekommen bin. Das war vor ungefähr 5, 6 Jahren. Und zwar indem in der Schule meines Sohnes eine Familie, alle verschiedenen Familienmitglieder, wenn ich denen begegnet bin, die haben so gut gerochen. Und zwar in allen Ebenen. Die haben einfach wirklich gut geduftet. Aber es war noch mehr. Es war einfach, dass die so ausgestrahlt haben, so eine Lebensfreude oder so ein Verbundensein mit sich und den Menschen. Und so, es konnte regnen und schütten und ich hatte immer das Gefühl, boah, die sind immer gut drauf. So, egal was passierte. Und das hat mich und dazu bewogen zu fragen, hey. Und dahinter sind die Young Living Öle. Und so bin ich zu einer Präsentation zu dem lieben Oliver und habe dann die Öle kennengelernt und seither sind die nicht aus meinem Leben wegzudenken. Genau, jetzt beginnen wir mit dem ersten Mantra, Rama Dasa Sa Se Sohang. Das ist ein ganz wichtiges, schönes Mantra, ein Heilmantra. Da stimmt sich das Selbst auf das Universum, ins Universum ein. Und da habe ich mir, wie kann es anders sein, Sandalwood ausgesucht. Was mich jetzt auch tatsächlich, liebe Franzis, vielen Dank für deine Bibelöle-Challenge, die ich jetzt, mein Adventskalender war das. Und ich war ein duftendes Viel an Baumharzen, also jedem sehr zu empfehlen. Eine ganz wundervolle Erfahrung. Wir nehmen das Sandalwood und lass einfach ein, das ist so ein bisschen dickflüssig. Genau.
Und nimm mal den einen Tropfen und vielleicht magst du schon mal. Das ist so wundervoll. Diese hölzerne und gleichzeitig auch süßliche Kombination. Und die reiben wir jetzt hier aufs dritte Auge. So richtig. Das Sandalwood, die Haut liebt das Sandalwood. Das ist so eben so ein bisschen dickflüssig. Und jetzt lass dich einfach auf die Klänge ein und wenn du magst, sing mit, mitmachen. Als nächstes Öl kommt. Kurzen Schluck Wasser trinken. Kommt das Awaken. Das liebe ich sehr. Hier ist das Awaken. Genau. Da ist Mandel drin. Ylang Ylang. Bergamotte. Die macht es auch so. Ja, da ist so etwas Zitrus. Orange ist auch drin. Was Blumiges, die Geranie. Und auch Sandalwood. Und das Ylang Ylang macht es, dass es nicht ganz so spritzig ist. Ganz wunderbar. Lass dir da einfach ein Tropfen in die linke Hand. Und dann aktivieren wir es im Uhrzeigersinn. Es eben ein. Und gib es dahin, wo du. Wir sind ja auch Aroma-Freestyler, dass du deiner Intuition folgst, wo du das Öl haben möchtest.
kommt. Das nächste Mantra, Sat Katar. Sat ist die Wahrheit und Katar the Doer, der Macher. Das ist so schön, wie Ayla auch eben sprach, das in die Kraft kommen, es auch zu tun. Und dafür ist 2022 tatsächlich da, ins Tun kommen. Und da machen wir eine kleine Kriya, eine kleine Asana. Wir beginnen hier Sat Kartar. Und das Tar, da nimmst du die Hände, die hier wie in der Gebets-Namaste-Haltung zu dir sind, Hand an Handfläche, Handfläche. Dehnst du dich zu den Seiten und mach es nicht nur als Bewegung, sondern mach es innerlich. Innerlich dehne dich aus, deine Schultern, nimm noch mal einen frischen Atemzug, genau. Und wir beginnen gemeinsam. Tiefer Atemzug ein und halt den Atem für einen Moment. Und löse die Haltung und den Atem. Ja, jetzt kommt ein wahrlich großes, schönes Mantra. Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Das ist ein Segensmantra, Glückssegen. Mögen alle Lebewesen dieser Erde glückselig sein. Nehmen wir das wirklich rein. Mögen alle Lebewesen dieses Planeten, unserer Mutter Erde, Mutter Gaia, glückselig sein. Und dazu habe ich One Voice. One Voice hat Highest Potential, Clarity, auch Sandalwood und Ylang Ylang. Und diese Mischung ist von der Gary Young Foundation, von Gary Young erfunden oder ja gemacht worden, auch in der Ausrichtung, die Ausbeutung zu beenden, dass wir also in gegenseitiger Achtsamkeit und miteinander auf diesem Planeten leben. One Voice. Ein Tropfen davon. Ups, zwei kamen heraus. Sehr schön. Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Lokasamasta Sukhino
Ich sehe gerade, ich muss mich ein bisschen sputen. Ich habe noch so viele Mantren da. Und schon zeigt der Zeiger, dass es gar nicht mehr so viel Zeit ist. Das heißt, nächstes Mal werde ich einen längeren Zeitslot mit euch in die Mantra- und Ölewelt eintauchen. Ja, so, da kommt die nächste Folie und das nächste Mantra ist ein wunderbares. Das ist von Mirabai Seba. Ein ganz wunderbares Duo, die haben dieses Lied in die Welt gebracht. Und da habe ich Valor. Valor hat Schwarzfichte, Kampfer, den blauen Rheinfarn. Mal schauen, ob ihr das seht. Das, na? Ja, ob ihr das seht, das ist, ja, genau, vor mir hell. Das ist einfach blau raus. Ja, da seht ihr es auf meiner Hand. So. Ganz wunderbar, ganz, ja, es hat dieser blaue Rheinfarn, der hat was Weiches. Und so, dass wir das ganz nach innen nehmen können und gestärkt sind. Gestärkt sind mit der Schwarzfichte, mit der Weihrauch-Geranie. We are the stars who sing. We sing with our light. We are the birds of fire. We fly over the sky. Our light is a voice. We make a road for the spirit. For the spirit pass over, to come over. Hey-ya, hey-ya. Hey-ya, hey-ya, hey-yo. Hey-ya, hey-ya, hey-yo. Hey-ya, hey-ya, hey-yo. We are the stars who sing. We sing with our love. We are the birds of fire. We fly over the sky. Our light is a voice. We make a road for the spirit.
for the spirit to come over. Ja. Ich gehe jetzt mit euch, glaube ich, ganz zügig. Wir können gar nicht alles machen. Jetzt kommt Ich bin mein Atem mit der Kiefer. Ich bin mein Atem. Den machen wir noch und dann gehe ich aus der halben Präsentation raus. Kiefer. So gut, so erdend. So stärkend. Und da können wir gemeinsam sagen, ich bin mein Atem. Ich bin mein Atem. Mein Atem. Ich bin mein Atem. Jetzt einatmen. Aus. Ich bin mein Atem. Ich kürze hier meine Präsentation ab, weil ich glaube schon der nächste jetzt dran ist. Ich klicke mal ganz kurz durch, dass ich Pachamama mit The Gift, Om Tare Tutare Ture Soha mit Clarity, möge Clarity und dieses Mantra euch 22 tragen. We are one in the infinite sun forever and ever and ever. Ein wunderbares Heilungsmantra mit dem wunderbaren White Angelica, das uns so Schutz gibt, so einen hellen, ummantelnden Schutz. Und das Gebet Ardhasvahi mit Present Time.